Einen schönen guten Morgen. Ich bin vor einigen Wochen gefragt worden von der Zeitung der Erzdiözese Wien, der Sonntag, warum sich die Kirche dem Thema umweltfreundliche Mobilität widmet. Und ich habe darauf gesagt, dass schon vor 10 Jahren die christlichen Kirchen im ökumenischen Sozialwort 3 Bereiche genannt haben, die sehr wichtig sind. Einerseits bessere Energieeffizienz, andererseits sinnvolle Verkehrskonzepte und drittens eine ökologische Steuerreform. Ich habe dann weiter gesagt, nur der erste Bereich, eben die bessere Energieeffizienz, ist einer, wo man direkt etwas tun kann, habe ein paar Beispiele gebracht. Die anderen Punkte sind eigentlich Fragen der Politik und diese ändert sich nur durch entsprechenden Druck. Und deshalb haben wir zum Neustädter Zukunftsdialog auch Politikerinnen und Politiker eingeladen, die die Forderungen von Umwelt- und Verkehrsexperten und Expertinnen diskutieren werden. Ist mir auch ganz wichtig, am Anfang zu sagen, uns geht es darum, also die Veranstaltung heißt umweltfreundlich mobil sein, umweltfreundlich mobil bleiben. Uns geht es darum, auch wenn Sprit teurer wird, wir gehen nicht davon aus, von einem Zukunftsmodell, wo wir sagen, naja, die Leute sollen daheim bleiben und das wird halt dann die Zukunft sein, vor allem für die Ärmeren. Und das soll es nicht sein, sondern es geht darum, neue Konzepte zu entwickeln, wie wir weiter mobil bleiben können, weil Mobilität an und für sich etwas sehr Tolles ist, aber ich glaube, wir müssen es anders organisieren. Und da gibt es einige Potenziale, die noch nicht gehoben sind und da möchte ich Sie jetzt noch 5 Minuten ein bisschen in Bewegung bringen, wenn es schon um Mobilität geht, wie ich gesagt habe. Bis zu 100%. Ich bin deswegen in der mittleren 50%, weil das die richtige Antwort ist, laut Studien. Also 50% der Autofahrten sind unter 5 Kilometer. 50% der Einkäufe sind auch mit Fahrrad und Fahrrad. In dieser Studie von der Radbahn in Graz sind es 80% der Einkäufe, die mit Fahrrad und herkömmlichem Korb durchführbar sind. 94% habe ich bestehen, das ist der Wert, der mit Fahrrad und Anhänger auch transportierbar wäre. Für 6%, wieder von 94 auf 100% fehlt, dafür war ein Auto notwendig. Ja? Das hat eigentlich wirklich erst im 20. Jahrhundert begonnen, dieses ganz rasante Wachstum dieser 4 Größen und vielleicht noch einmal herausgegriffen, diese hellblaue Linie, jetzt sieht man nämlich den Unterschied zwischen diesen 4 Linien auch noch ein bisschen, die hellblaue Linie hier ist Bevölkerungswachstum, da sieht man schon einen ganz global ganz starken Anstieg, ja, auf das ca. 6-fache seit dem Jahr 1800. Und auch bei der Landnutzung, also wir brauchen immer mehr Ackerland, Weideland, aber es ist klar, diese Ressourcen sind irgendwo begrenzt, was bisher zumindest kaum begrenzt schien, ist Energie, ja, nämlich fossile Energie. Ne? Und das ist die oberste Linie, das heißt, das Energiewachstum des Energieverbrauchs ist also rasantest gewesen in den letzten Jahren. Das heißt, wir brauchen dieses Dreieck oder den Kreislauf von Effizienz, Erneuerbarer und so etwas wie einer solidarischen Postwachstumsökonomie, wo wir also uns eben von dem immer mehr verabschieden, wo wir in einem konstanten, geschlossenen Kreislauf uns bewegen. Zurückzukommen auf den William Brookes Haus mit einem Big Change, dem großen Wandel, als letzte und dritte Person, die ich jetzt noch vorstellen möchte, ist die Joanna Macy, die sich mit diesen Komponenten des Big Change, des großen Wandels, sehr intensiv befasst hat. Ich habe sie leider nicht kennengelernt bis jetzt, sie einiges gelesen von ihr, ist eine ganz großartige Person, glaube ich, die sich sehr viel mit diesem Big Change, mit den Anforderungen und Chancen dieses Wandels beschäftigt. Und sie meint, es gibt 3 wesentliche Komponenten dieses großen Wandels. Erstens, defensive aktionistische Aktivitäten, aufmerksam machen,
Leute, da passt was nicht. Gehen wir es an. Zweitens, Entwicklung alternativer Konzepte, Strukturen, Szenarien entwickeln. Überlegen, wie kommen wir da hin? Was brauchen wir? Und drittens, Bewusstseinswandel. Und zu jedem dieser Themen abschließend eine Folie. Erstens, defensive, aktionistische Aktivitäten. Ich glaube, es braucht wirklich Aufmerksamkeit. Ja? Wir müssen auf die Dinge aufmerksam machen, auch irgendwie mit. Ja, es ist nicht immer einfach, Aufmerksamkeit zu bekommen. Zweitens, es braucht Konzepte. Und diese Konzepte können zum Beispiel so ausschauen, dass wir von technologischen Nischen, dass wir diese Nischen schaffen und von den technologischen Nischen aus in die, diesen großen Wandel erreichen. Und drittens, es braucht Bewusstseinswandel und da gibt es sicher Berufe in einem Raum dazu, etwas zu sagen. Ich sage trotzdem ein paar persönliche Worte. Für mich ist es wichtig, mir zu überlegen, auch was sind meine Bedürfnisse und Werte, was brauche ich, um diese zu erfüllen, welche Ressourcen brauche ich, dass ich und mein Mobilitätsverhalten, mein Energie-, Ressourcenverhalten auch in dem wechselseitig bedingten Entstehen der Schöpfung zu verstehen, eingebettet in diese Schöpfung zu verstehen. Für mich ist diese Vorstellung von Umweltschutz und so als altruistische Maßnahme, ja, wir müssen was für die Umwelt tun oder so, und das ist super. Das ist irgendwie, das passt für mich nicht mehr. Ich glaube, darüber sind wir hinweg. Es ist jetzt die Erkenntnis da, glaube ich, auch wir tragen mit den Aktivitäten, die wir setzen, zu unser aller Leben bei, zu dem Leben der künftigen Generationen. Das ist es für mich. Und ich sehe, also diese Beschränkung durch die naturräumlichen Gegebenheiten, die Beschränkung der Potenziale, inklusive der Sonnenenergie, so, dass sie einen behutsamen Umgang mit den Ressourcen fordert. Und ich sehe das auch gar nicht als pessimistisches Szenario, im Gegenteil, ich sehe das optimistische Szenario, der große Wandel, der Big Change, bietet die Chance für einen Umstieg vom Zeitalter der Ressourcenverschwendung in ein solares Zeitalter eines reichen, vollen, guten Lebens für alle. Dankeschön. Im Politik-Workshop, wie war es bei euch? Es war eine gute Diskussion mit sehr guter Diskussionskultur und ich habe versucht, da so ein bisschen die Blitzlichter zusammenzufassen und was so herausgekommen ist, ist einerseits, dass die Politiker Bewusstsein und Know-how benötigen, dass ganz, ganz spannend wäre, wenn es zum Energiebeauftragten, den es in den Gemeinden gibt, auch einen Mobilitätsbeauftragten gibt. Dann habe ich so ein bisschen eine Diskrepanz gesehen, dass einerseits gesagt wurde, die Politiker fahren ja nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und wissen deswegen gar nicht, wie das funktioniert. Ein Politiker hat dann erzählt, er fährt mit dem Fahrrad, aber das ist irgendwie unwidersprochen untergegangen. Dann Strukturen, eine ganz, ganz wichtige Sache, dass die Änderung der Strukturen nötig ist, damit das Mobilitätsverhalten sich ändern kann und dass beispielsweise Raumordnung und Flächenwidmung die Verhältnisse über Jahrzehnte einzementiert und da sollte man besonders sorgsam sein, wenn es da Änderungen gibt. Und als Einzelthema die Bahntrassen, die derzeit stillgelegt sind, sollte man zumindest erhalten, damit man sie in späteren Jahren leichter wieder reaktivieren kann. Zum Thema Ökosteuern war das, in dieser Gruppe war Ökosteuern ja, wenn man dann ins Detail schaut, jeder versteht unter Ökosteuer was anderes. Das ist einfach eine gewisse Herausforderung, aber so die generelle Tendenz, ja, mit Steuern lenken ist eine feine Idee, die Details sind sehr, sehr schwierig. Und andere Lenkungsmaßnahmen verwenden. Die Pendlerpauschale hat enorme Lenkungswirkung. Generell sämtliche Förderungen haben Lenkungswirkung und da sollte man, bevor man sie einsetzt, einfach schauen, in welche Richtung sie gehen. Dann war auch ein Thema die erzwungene Mobilität, dass man manchmal gar nicht unterwegs sein will, aber es muss. Und es ist eine kurze Diskussion über Homeoffice bzw. Gemeinschaftsbüros, warum klappen die nicht? Und systemische Auswirkungen, wir sind sehr, sehr oft sozusagen von der Mobilität auf irgendwie das Gesamtsystem gekommen und wo da die Stellschrauben sind. Und eine Sache ist, als Autofahrer hat man die Wahlfreiheit, nämlich öffentlichen Verkehr, nämlich ihn nicht.
als Nicht-Autobesitzer ist das eine ganz, ganz andere Perspektive. Da muss ich einfach auf den nächsten Bus warten, um von A nach B zu kommen. Und die systemische Auswirkung für Wiener Neustadt, nachdem es in der Nacht keinen Bus gibt, der in die bucklige Welt fährt, gibt es Vandalismus in der Stadt durch die Leute, die nach der Disco auf dem ersten Zug oder ersten Transport wieder ab in die Heimat fahren. Und was ich herausgearbeitet habe, waren Best-Practice-Beispiele, was es noch gibt. Also einerseits vom Klimabündnis gibt es eine Aktion Radlfahren und da gibt es eine eigene Kategorie für Gemeindepolitiker, um denen das noch ein wenig schmackhafter zu machen. Einfach um die Perspektive zu wechseln, um selber das wahrzunehmen. Dann eben Chefs, die Radlfahren. In Vorarlberg gibt es bei Schulen einen überdachten Radabstellplatz, der den Namen des Schülers hat, der für den reserviert ist. Das ist natürlich total einladend, mit dem Rad zu fahren. Wir haben wieder mal geschwärmt, wie toll die Schweiz das mit dem öffentlichen Verkehr macht. Und dann gab es noch die Medienaktion 8 Tage ohne Auto im Burgenland, wo eine Politikerin versucht hat, unterwegs zu sein. Und das war medienwirksamer als die Ankündigung, nackt über den Hauptplatz zu laufen. Was habt ihr diskutiert? Ja, wir sind einmal so angegangen, dass wir quasi das Pferd von hinten aufgezäumt haben, also die ursprüngliche Frage, wie kann ich aufs Zweitauto verzichten, und sind aber gleich zu Beginn gelandet bei der Frage, nämlich der Wahl des Wohnorts und wie das oft unterschätzt wird in Bezug auf die also Kostenentwicklung, wenn ich beispielsweise allein aufgrund der Wahl des Wohnorts ein Zweitauto brauche und was das auf 30, 40 Jahre bedeutet und dass ich vor dem Hintergrund eventuell ein teureres Grundstück in einer Stadt, wo der Baulandpreis halt größer ist, dann sehr schnell relativiert. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Wir haben uns dann einmal angeschaut, was so die Kosten sind für ein Auto, wenn man es ehrlich durchrechnet, was dort zusammenkommt, nämlich mehr als was man meistens glaubt. Und sind gleichzeitig aber dann auch zum Entschluss gekommen, dass der Kostenfaktor trotzdem bis in untere Einkommensschichten nicht der ausschlaggebende Punkt ist, aufs Auto zu verzichten, weil mit dem Auto ganz viele andere Dinge verbunden werden. Das heißt, dass man letztendlich sehr wohl dann wieder bei den eigenen Werten und bei einem gewählten Lebensstil landet und dass das eigentlich der Schlüssel dann schon ist, um aufs zweite Auto oder überhaupt aufs Auto zu verzichten. Der Kostenfaktor lässt sich sehr schön darstellen. Man kann das sehr schön durchrechnen, was dann Ersparnis bleibt, was man eventuell anders einsetzen kann, aber das gesellschaftliche Bewusstsein trotzdem ein ganz anderes ist. Und so haben wir uns dann angenähert eben zu den konkreten Ansätzen, also wie geht man es an, das Auto, sei es das zweite Auto oder das erste Auto, zu ersetzen, und da war quasi so ein bisschen der theoretische Zugang, dass man sagt, nein, muss man mal schauen, wann habe ich was für Wege, das heißt so eine Zeitweganalyse, ein Zeitwegdiagramm über eine Regelwoche. Und aus dem heraus dann quasi optimieren, im Sinne von, wenn man es jetzt aus Sicht des zweiten Autos sieht, wo kann ich das erste Auto noch einsetzen, wo ist das Auto quasi nicht verzichtbar, wo bleiben die Wege über, die eventuell ersetzen kann, beziehungsweise auch die Frage, welche Wege kann ich zusammenlegen, überhaupt streichen durch andere Organisation, und so eben dann der Weg zu unterschiedlichen Mobilitätsformen, die dann mein zweites Auto ersetzen. Und dabei war relativ schnell klar, also man muss dann einfach in Bausteinen denken. Es wird nicht die eine Mobilitätsform geben, die das ermöglicht. Damit verbunden ist ganz allgemein, wenn man sich vom Auto verabschiedet, das Mobilitätsmanagement steigt einfach. Das heißt, die Auseinandersetzung, die Organisation zur eigenen Mobilität ist eine ganz eine andere und ist einfach ehrlicherweise gesagt mit einem anderen Aufwand verbunden. Und dem muss man sich halt auch bewusst sein und das muss man quasi mit einkalkulieren. Und konkret zu den Wegen haben wir halt dann die ganze Palette gestreift, von zu Fuß gehen, Radfahren mit allen Optionen, wie wir es zu eingangs gehört haben, Radanhänger auch, wie man manche Detailprobleme löst, das war jetzt nicht erschöpfend natürlich in der Zeit, bis hin zu Mietfahrbörsen, die es mittlerweile immer mehr gibt im Internet, bis hin eben auch zum privaten Carsharing, das heißt, wo sich
durchaus immer mehr, entweder durch kommerziell angebotene Plattformen wiederfinden, im Internet auch, oder wo es mittlerweile auch sehr viele Erfahrungen gibt, wie man das im privaten Bereich, sprich innerhalb der Familie, also innerhalb der Verwandtschaft, innerhalb der Nachbarschaft beispielsweise organisiert, mit all den Detailfragen, die da auftauchen können, und es tauchen sehr viele auf. Da gibt es mittlerweile sehr viele Erfahrungen, sehr viele Angebote, beispielsweise auch beim Versicherungsschutz. Und all das haben wir versucht zu streifen und ein bisschen zu diskutieren. Bei uns ist es sehr stark um den Radverkehr gegangen natürlich. Das ist ein großes Thema war für unsere Arbeit. Einerseits habe ich was vorgestellt und zum anderen war das auch ein Thema natürlich, was ist in den Fahren möglich. Es kam auch noch Input von der ENU sozusagen, wo es an Förderungen vorhanden sein vom Land Niederösterreich bzw. auch vom Bund, die auch Pfaden nutzen können. Also es waren die verschiedenen Aspekte. Einerseits das, was motiviert uns, das Thema überhaupt zu bearbeiten. Wie schaut es in anderen Ländern aus? Wie ist der Radverkehr dort von der Dimension her? Und welche Möglichkeiten an Verbesserungen gibt es? Wo können wir daran arbeiten? Das ist einerseits die politische Sache natürlich, dass man gewisse Dinge durchsetzen muss, wie zum Beispiel auf Landesebene die Bauordnung oder auf Stadtebene verschiedene Gespräche, die man führen muss. Also was einfach wichtig ist, dass die Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerinnen sich mit diesem Thema beschäftigen. Oft ist es so, dass es Leute gibt, also die auch in der Politik, die das auch wahrnehmen. Andere realisieren das auch nicht. Selbst wenn sie mit dem Rad unterwegs sind, regelmäßig unter Umständen, aber sie nehmen nicht das als Gesamtkonzept wahr. Ja, und die Pfaden, da gibt es eben auch verschiedene Förderungsmöglichkeiten, wo man ein bisschen geschickt sein muss, wie man, wenn man zum Beispiel investieren will in Radabstellanlagen, wie man zu Förderungen kommt. Da können wir Tipps geben, beziehungsweise da ist die ENU sicher die richtige Stelle, wo man sich, also die Energie- und Umweltagentur Niederösterreich, wo man sich beraten lassen kann, wo sicher für Pfaden auch einiges möglich ist. Auch bei der Bildungsarbeit, also auch bei der Bewusstseinsbildung innerhalb der Pfaden ist es möglich, dass es auch öffentliche Mittel zur Verfügung stehen. Also unter dem Motto unser täglich Brot im Autotank, mit dieser Provokation habe ich den Workshop auch begonnen und die wirkt eigentlich ganz gut, weil man merkt, bei uns wird ja ganz viel Brot weggeschmissen, das kann man auch dann gleich. Wieso darf man das nicht in den Autotank tun? Und für uns ist es halt wichtig, dass wir das eben nicht als gesondertes Thema, sondern im Gesamtkonzept und als Beispiel für Energieverwendung annehmen. Und da sind wir auch ganz stark hineingekommen in ganz viel größere Themen und haben uns eben damit beschäftigt, mit den Themen, mit denen wir uns am Vormittag schon beschäftigt haben. Also zu viel Energie, Wachstumsfrage, verschiedene Energieträger und deren Folgen und ein bisschen auch den Status quo über Agrosprit natürlich oder Biotreibstoffe, wie man gemeinhin sagt. Wir haben mit ein paar Vorurteilen oder Sprachverwirrungen aufgeräumt, also was unter Bio- und Agrartreibstoff zu verstehen ist und was der Unterschied zwischen Energiegewinnung und Energieumwandlung ist und all diese Dinge, bei näherem Interesse gerne einen Workshop bei uns zu buchen. Und dann sind wir aber in die Handlungsebene ganz stark gekommen. Wir haben uns heute nicht so stark mit den Strukturen bei uns im Workshop beschäftigt, sondern wirklich mit dem in der bestehenden Struktur die 10% finden. Das heißt, statt den 10% Beimengung Agrartreibstoffe, die 10% Einsparungspotenzial bei jedem individuell zu finden. Und da haben wir, glaube ich, ein paar gute Schritte gemacht. Ich habe am Schluss dieses Workshops hat man immer die Möglichkeit, sich noch über die nächsten Schritte, die man plant, miteinander auszutauschen und auch Kontakt auszutauschen und sich dann nach einem gegebenen Zeitraum wieder zu kontaktieren und zu schauen, wie geht es mir mit diesen Schritten. Also vielleicht haben wir was Konkretes geschafft in diesem Workshop. Mal schauen.